Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsimulator 2022. Wie ich habe mir gedacht, wir werden heute ein kleines Revival spielen von einem Szenario, was ich hier in der Vergangenheit schon mal auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe, und zwar aus dem Hause Fair System ICE 377 nach Basel SBB, diesmal in der Swiss-Edition. Und da ich ja in der im letzten Teil von diesem Szenario das nicht ganz beenden konnte, im zweiten Teil von Mannheim nach Karlsruhe wurde ich aus dem Szenario geworfen, habe ich mir gedacht, ich mache es einfach nochmal. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Es ist, wie gesagt, die Swiss-Edition. Gibt es als Erweiterungspack bei Fair System Sound Design zu erwerben für 9,95 €. Voraussetzung ist, man besitzt beide Teile des ursprünglichen Szenarios ICE 377 nach Basel Das SBB. Soundsystem wurde Und aktiviert. ihr seht es hier, Fair System Sound Design ICE 377 nach Basel SBB. Ja, und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal so langsam. Tab-Taste darf leider nicht benutzt werden und 20:40 Uhr ist Abfahrt. Ja, das wäre es erstmal so ziemlich und ja. Ich würde auch sagen, wir lassen dann gleich hier mal So, die Lok ist Bahnhofsatmosphäre auf aufgerüstet. uns wirken. Handytasche ist hier, okay. So, dann kann ich mich abfahrtbereit melden. Und rüsten in derweil unseren Zug auf. Und leider ist dieses Video während der Aufnahme Hier fahren kein Ihnen Kommentar Frankfurt dazu HBF bekommen. Deshalb ich Nabeln. ihn hier ein Grüß wenig dich, Flo hier. Ich nachsynchronisieren. stehe auf Bitte dies zu Gleis entschuldigen. 273 in Frankfurt. Ich werde Gruß jetzt nicht gleich das hoch. ganze Video durch Der 377 ist synchronisieren, fertig für den kommentieren. Bahnsteig. Wir werden immer Einmal für wieder den was 377 dazu zum sagen. Frankfurt HBF. Richtig. Ich hoffe, es Kannst gleich okay. sofort los. Die wird jetzt wieder Gar heller als keine mein Absicht, ich Vierfahrt habe es zum nicht nächsten gemerkt während der Hauptsignal. Muss Aufnahme. sich Ich habe aber es erst danach hinterher noch etwas festgestellt gedulden. Hab und noch einen Kollegen vor ja, mir. Alles klar. Weiter als das war Rangierfahrt leider bis nicht zum meine Absicht, Hauptsignal. aber auch sowas passiert. Richtig. Dir noch einen Wo ruhigen Technik Dienst. ist, kann Tschüss. Technik auch Dir versagen auch. und Tschö. ja. Deshalb bitte ich dies zu entschuldigen. So, ich werde jetzt von meinem Kommentar Abstand nehmen und werde euch das Video euch einfach auf euch wirken lassen. Genießt das Video, habt viel Spaß mit diesem Szenario und wie gesagt, ich werde mich dann im zweiten Teil hoffentlich wieder mit Live-Kommentar bei euch melden. Ich hoffe, ihr habt auch so Spaß. Es tut mir leid, dass das nicht vom Kommentar her nicht so funktioniert hat. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem das Video genießen und habt Spaß beim Zusehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, wenn euch dieses Video am Ende dann gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ich sag schon mal ciao, servus und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Danny spielt das. Bye bye, ihr hört mich dann mit Kommentar wieder im zweiten Teil, wenn es dann heißt von Mannheim nach Karlsruhe, wieder mit dieser Zuggattung. Steuerwagen voraus. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsimulator 2022. Wie ich habe mir gedacht, wir werden heute ein kleines Revival spielen von einem Szenario, was ich hier in der Vergangenheit schon mal auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. Und zwar aus dem Hause Fair System ICE 377 nach Basel SBB, diesmal in der Swiss-Edition. Und da ich ja in der im letzten Teil von diesem Szenario das nicht ganz beenden konnte, im zweiten Teil von Mannheim nach Karlsruhe wurde ich aus dem Szenario geworfen, habe ich mir gedacht, ich mache es einfach nochmal. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Es ist, wie gesagt, die Swiss-Edition. Gibt es als Erweiterungspack bei Fair System Sound Design zu erwerben für 9,95 €.
Voraussetzung ist, man besitzt beide Teile des ursprünglichen Szenarios ICE 377 nach Basel SBB. Und ihr seht es hier, Fair System Sound Design ICE 377 nach Basel SBB. Ja, und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal so langsam. Tab-Taste darf leider nicht benutzt werden und 20.40 Uhr ist Abfahrt. Ja, das wäre es erstmal so ziemlich und ja. Ich würde auch sagen, wir lassen dann gleich hier mal die Bahnhofsatmosphäre auf uns wirken. Und rüsten in derweil unseren Zug auf. Und leider ist dieses Video während der Aufnahme kein Kommentar dazu gekommen, weshalb ich ihn hier ein wenig nachsynchronisiere. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ich werde jetzt nicht das ganze Video durchsynchronisieren, kommentieren. Ich werde immer mal wieder was dazu sagen. Ich hoffe, es ist okay. War keine Absicht. Ich habe es nicht gemerkt während der Aufnahme. Habe es erst hinterher festgestellt. Und ja, das war leider nicht meine Absicht. Aber auch sowas passiert. Wo Technik ist, kann Technik auch versagen. Und ja. Deshalb bitte ich dich zu entschuldigen. So, ich werde jetzt von meinem Kommentar Abstand nehmen und werde euch das Video euch einfach auf euch wirken lassen. Genießt das Video, habt viel Spaß mit diesem Szenario und wie gesagt, ich werde mich dann im zweiten Teil hoffentlich wieder mit Live-Kommentar bei euch melden. Ich hoffe, ihr habt auch so Spaß. Es tut mir leid, dass das nicht vom Kommentar her nicht so funktioniert hat. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem das Video genießen und habt Spaß beim Zusehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, wenn euch dieses Video am Ende dann gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ich sag schon mal ciao, servus und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Danny spielt das. Bye bye, ihr hört mich dann mit Kommentar wieder im zweiten Teil, wenn es dann heißt, von Mannheim nach Karlsruhe, wieder mit dieser Zuggattung. Steuerwagen voraus. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.
Thank you.
Sehr geehrte Fahrgäste, beachten Sie bitte folgende Durchsage. Herr Anton Berger, bitte kommen Sie im Wagen 5 ins Diensthotel. Wir haben eine persönliche Nachricht für Sie. Ich wiederhole, Herr Anton Berger, bitte kommen Sie in Wagen 5 ins Dienstabteil. Wir haben eine persönliche Nachricht für Sie. Vielen Dank. So, jetzt geht's endlich los.
Guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste. Im Namen vom DB Fernverkehr und des gesamten Zugteams begrüße ich Sie recht herzlich im Intercity Express 377 auf der Fahrt nach Basel-SBB mit Halt in Mannheim Hauptbahnhof, Krause Hauptbahnhof, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof und Basel-Badischer Bahnhof. Mein Name ist Frank Kotelski und als Zugchef stehe ich Ihnen mit meinem Team gern zu Ihrer Verfügung. Falls Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte direkt an mich oder die Kollegen des Zugteams. Zu Ihrer weiteren Information, in der Mitte des Zuges befindet sich unser Bordrestaurant, wo Sie die freundlichen Mitarbeiter zu einem herzhaften Abendessen erwarten. Unser heutiges Angebot für Sie ist Zürcher Geschnetzeltes mit Kalbfleisch und Champignon in einer Rahm-Weißweinsoße und als Beilage mit leckerem Rösti zum Preis von 9,95 € oder 11,90 €. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone in das kostenlose WLAN einzuloggen. Bitte beachten Sie noch, dass der gesamte Zug ein Nichtraucherzug ist. Im Namen vom DB Fernverkehr und des ICE-Teams wünsche ich Ihnen jetzt eine angenehme Reise. Der nächste fahrplanmäßige Halt unseres Zuges ist Mannheim Hauptbahnhof. Guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste. Im Namen von DB Fernverkehr und vom ganzen Zugteam begrüße ich Sie recht herzlich im Intercity Express 377 auf der Fahrt nach Basel-SBB mit Halt in Mannheim Hauptbahnhof, Karlsruhe Hauptbahnhof, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg im Breisgau Hauptbahnhof und Basel-Badischer Bahnhof. Mein Name ist Frank Kotelski und als Zugchef stehe ich immer mit dem ganzen Team gerne zu Ihrer Verfügung. Falls Sie also Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an mich oder einen Kollegen vom Zugteam. Zu Ihrer weiteren Information, in der Mitte vom Zug befinden Sie unser Sportrestaurant, wo Sie die freundlichen Mitarbeiter zu einer herzhaften Nacht erwarten. Unser heutiges Angebot für Sie ist Zürcher Geschnetzeltes mit Kalbfleisch und Champignon in einer Rahm-Weißweinsoße und das Beilag mit leckerem Rösti zum Preis von 9,95 € oder 11,90 €. Und das Weitere haben Sie auch die Möglichkeit, sich mit Ihrem Laptop, Tablet oder auch Smartphone ins kostenlose WLAN einzuloggen. Bitte beachten Sie auch, dass das gesamte Zug ein Nichtraucherzug ist. Im Namen von DB Fernverkehr und vom ICE-Team wünsche ich Ihnen jetzt eine angenehme Reise. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Mannheim Hauptbahnhof.
Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Ihre weiteren Reise- und Anschlussmöglichkeiten zum Intercity Express 615 nach München Hauptbahnhof über Stuttgart, Ulm und Augsburg Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt um 21.31 Uhr von Gleis 5. Zur S1 nach Hamburg-Saar Hauptbahnhof über Ludwigshafen planmäßige Abfahrt um 21.37 Uhr von Gleis 1. Zur S3 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Heidelberg-Kirchheim, Heidelberg-Rohrbach-Hubstadt-Weiher planmäßige Abfahrt um 21.37 Uhr von Gleis 8. Und zum RE10A nach Neckarsulm über Heidelberg Hauptbahnhof planmäßige Abfahrt um 21.43 Uhr von Gleis 9. Für Ihre weiteren Anschlüsse achten Sie bitte auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Meine Damen und Herren, bitte vergewissern Sie sich, dass Sie vor dem Verlassen des Zuges nichts vergessen haben. Im Namen von DB Fernverkehr und des gesamten Zugteams verabschiede ich mich von den Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen. Wir würden uns freuen, Sie demnächst an Bord in den Zügen der Deutschen Bahn begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend, sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrrichtung rechts. Sehr geehrte Fahrgästengröße, reichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Ihre weitere Reise- und Anschlussmöglichkeiten zum Intercity Express 615 nach München Hauptbahnhof über Stuttgart, Ulm und Augsburg Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt um 21.31 Uhr von Gleis 5. Zur S1 nach Homburg-Saar Hauptbahnhof via Ludwigshafen, planmäßige Abfahrt um 21.37 Uhr von Gleis 1. Zur S3 nach Karlsruhe Hauptbahnhof via Heidelberg-Kirchheim, Heidelberg-Rohrbach, Hubstadt-Weiher, planmäßige Abfahrt um 21.37 Uhr von Gleis 8. Und zum RE10A nach Neckarsulm via Heidelberg Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt um 21.43 Uhr von Gleis 9. Für Ihre weitere Anschlüsse achten Sie bitte auf die Lautsprecherdurchsage am Perron. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie, dass Sie auch vor dem Verlassen vom Zug nichts vergessen haben. Im Namen von DB Fernverkehr und vom ganzen Zugteam verabschiede ich mich von den Fahrgästen, die jetzt hier aus- oder umsteigen. Und wir würden uns freuen, Sie demnächst wieder an Bord von der Züge von der Deutschen Bahn begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg befindet sich in Fahrrichtung rechts.